Dieses Spiel enthält blinkende Lichter, Stroboskoplicht, religiöse Bilder, Inhalte und Referenzen, Gewalt und blutige Szenen, sexuelle... Das war im Original, Entschuldigung, Gewaltdarstellung, verstörende Bilder, Blut, Gemetzel, Szenen mit sexuellem Bezug, sexuelle Gewalt, anstößige Sprache und oder Geräusche. Viel Spaß. Oh shit, Alter, und damit herzlich willkommen zu den Outlast Trials. Was denn Stroboskoplicht, Alter? Ah, flackernde Lichter, dann sag's doch gleich. Ja, Stroboskop. Hä? Völlig normal. Ich hab nie gehört. Stroboskop, bei jedem Konzert hat Stroboskoplichter, überall ist Warnung. Okay, krass. So, wir scheißen uns ein, let's go. Mhm. Auf geht's. You have no family. Nee, hab ich keine Family. Schade. Nee, haben wir nicht. Oh shit, Mann. Hallo, bitte nicht. Oh Gott. Oh, ach du Scheiße. Oh, da ist ein bisschen Blut auf dem Boden. Minimal, ja. Oh Junge, ich will nicht! Ich will nicht! Ich auch nicht! Nimm mal den Sack runter, wir müssen besser sehen! Ich will's gar nicht sehen! Holy shit! Hey Doc! Hallo! Was passiert hier? My name. Ah! Nicht ins Auge! Oh, Digga! Oh, in beide Augen rein, oh mein Gott! Oh, we're all going to be together. It's all right here. These are all the belongings recovered from your person. This is a collection of your public records, along with the investigatory information about your private life. You've got some secrets, don't you? Digga, wie der Wagen Spuren gezogen hat im Blut. If the restraints make a signature impossible, please acknowledge that you consent to these collections. Thank you. I'm not bad looking, to be honest. If you go for that type. Well, I ain't never been that. Okay. I just hate seeing her eyes. Ah! Ah! Oh my god! Oh! Aua! Gut, das war das Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Friend, who is it you think you are?
Ernsthaft? Okay. Charakterstellung? So richtig krass Charakterstellung oder was? So, das ist er. Aufwachen. Aufwachen. Und damit herzlich willkommen zu Outlast Trials. Wir sind mal wieder hier jetzt mit Outlast. Ich hab gar keinen Bock auf die Scheiße. Okay, haben die uns jetzt in beide Augen reingebohrt? Haben wir jetzt... Ne, wir sind jetzt wahrscheinlich jemand anders. Ach, sind wir jemand anders? Oh nein, oh nein. Oh nein. Wo sind wir hier? Es spielt sich... Oh nein, es fühlt sich genau wie Outlast an. Oh nein. So muss es sein. Nee. Nicht? Verbraucht... Nachtsicht. Doch. Wahrscheinlich haben die uns das eingebaut. Okay. Ja, das ist halt nur so eine Brille nur. Die er sich da runterzieht. Hm. Wir werden es schon noch rausfinden. Ich will da jetzt noch nicht hoch. Und drücke Space. Ich möchte mich erstmal umschauen. Mhm. Vielleicht gibt es schon irgendwo Batterien oder so für das Gerät. Mag ich jetzt stark zu bezweifeln, dass es Batterien gibt für so ein Ding. Weil da stand ja verbraucht Batterie. Also irgendwie muss ja. Ja, das Ding wird halt eine Batterie haben, aber jetzt halt nicht so eine normale. Okay. Zack! Was hat denn der noch dabei an seinem Körper? Das wird eine Batterie sein. Oder eine Bombe, wenn wir das Ding verlassen. Hoffentlich keine Bombe. Oh oh. Erfinde dich neu, stand da gerade auf dem Bildschirm. Vernichte deine Vergangenheit. Was ist denn das? What the fuck? Das ist ja einfach nur gebaut hier drin. Das ist ja eine riesen Lagerhalle. Ja, das ist eine Villa in der Lagerhalle. Sag, sonst hat er keinen Kopf mehr. Alter. Die muss aber ordentlich hier drauf geknallt haben, wenn die Brett. Ach so. Okay. Die sind von Mauer runter. Wahrscheinlich. Was mit dem? Der ist auch tot. Holy shit, Alter. Stern? Hello, darling. Thank you. Mutter. Die tun hier einem irgendwie das Leben so simulieren. Maybe the most destructive thing you. Aha. Mhm, okay. And in your birth. Ja. Dankeschön. Ich lege deine Geburt ab. Okay. Schön, freut mich. So, jetzt haben wir DLSS und Raytracing. Ja, läuft besser als vorher. Top, sehr gut. So muss es sein. Der Boden, guck, wie es direkt. Geil. Der Schatten. Ist das Tuch gerade dahin geflogen? Auf dem Boden liegt jetzt. Wieder hingeflogen. Weil ich glaube, es kam gerade ins Bild rein. Okay, oh. Wir müssen ins... Oha, okay. Das ist eine sehr sichere Sicherheitstür. Huch. Mhm, das ist ein Spielzimmer. Ich glaube, wir gehen mal... Before you could even speak, you had instincts. A primal you. Those are animals' instincts. Ja, Tür ist zu, da kommen wir nicht mal raus. Howdy. Schön. Jetzt ist wieder offen, okay. Gibt's hier noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. So ein Familienzimmer, okay. Oha, wie das Licht. Geil. Geradeaus durch. Ich mach mal kurz zu, Schatz, es zieht. Ah, okay. Danke. Ja. Scheiße. Das war wie abgesprochen gerade. Mhm. Oh mein Gott. Es liegt da so auf dem Boden. Oh, das ist ein Oberkörper! Hä? Da fehlt alles. Da ist bestimmt Batterie dran. Ja, da ist Batterie dran.
um die Nachtsichtbatterie aufzuladen. Ich hab grad Nachtschicht gelesen. Ich auch. So, Stroboskop haben wir jetzt schon. Oh nein. Zugedeckte Puppen. Oh je, das ist gar nicht gut. Ich hasse Puppen. Krass, es ist echt dunkel, da siehst du nichts. Das Spiel ist dunkel, guck. Mhm, dunkel ist dunkel. Pendeluhr, wie ich sie hasse. You learn discipline. Ja. Carrots and sticks. Rewards and punishments. A disciplined child is Hallo? Grateful for both. Kannst Bretter und Türöffnungen einschlagen. Der sah noch ziemlich lebendig aus. Ja, im Gesicht nicht so. Ja, stimmt. Ich glaube, da links stand irgendwo ein Spaten oder so. Puh, da war jemand. Vorbeigelaufen. Wer war da? Komm her! Stehen bleiben! LSPD! Alter, okay. What the fuck? Warum habe ich so ein Gefühl, dass die Puppen sich noch irgendwann bewegen werden? Glaube ich nicht. Nicht? Nee, die sind alle fest und angeschlossen. Hoffen wir's. Weil das Spiel geht immer auf Realismus. Also Outlast damals auch immer, war immer sehr realistisch. Da war nichts Abstraktes dabei, außer jetzt der Wallrider zum Beispiel. Mhm. Ha! Ich wollte doch nur da rein! Shit. Ich wollte doch nur da rein! Oh mein Gott! Geh doch weg! Was zum Teufel, Alter? Ich wollte doch nur zeigen, dass man sich verstecken kann! Du bist verletzt, du brauchst Medizin. Deine Mutter ist verletzt! Weil die dich fette Sau rauspressen musste! So. Ist genau damit gemeint, meine Damen und Herren. Ist das eklig? Wenn der. Das ist genau damit gemeint, meine Damen und Herren. Wenn die Frau dem Mann sagt, bringst du den Müll raus und tust du noch die Küche spülen? Und der Mann sagt, ich kann mich noch nicht zerreißen. Doch, liebe Ehefrauen, der Mann kann sich zerreißen. Ja. Kann ich vielleicht sauer... Entschuldigung, ich bin hier gerade am Erklären, ja? So, kann ich vielleicht sauber machen? Da drüben ist noch ein Haus. Mhm. Aber es ist schön hier, ne? Also Atmosphäre, ja, ich wollte mich eigentlich gerade verstecken. Also. Ist toll, ja, die Alte hat das auch gemacht. So, jetzt kann man spähen. Hat sich auch versteckt. So, jetzt gucken wir uns das noch an. Sieht echt nach Red Dead aus irgendwie. Der Mund. Okay, krass. So. Eine... Ah, First Aid Kit. Ja, geht doch. Wie bestellt. Und rein damit. Das gute Zeug. Wie kommen wir jetzt zurück? Gar nicht, oder was? Ich finde auch gar nicht so geil, hier so barfuß drin rumzulaufen. Nee, durch das ganze Blut und so. Das geht da draußen ab. Bisschen ran hier. Halt, Tür langsam öffnen. Mach mal langsam auf. Ach, man kann ziehen oder drücken. Ja, ja. Geil. Hallo? Ist jetzt da jemand? Stühle. Alter, okay. Alter. Oh mein Gott. What the fuck, Alter? Schatz! Warum ist da jetzt die Tür aufgegangen gerade? Welche? Da, hier und da war gerade ein Schatten. Hier war gerade ein Schatten an der Wand. Okay, hab ich gar nicht gesehen. Schatz, ich geh mal die Wäsche machen, ne? Ins Theater, ja, genau. Left Shift. Oh nein, wir können rennen, das ist nicht gut. Da singt doch jemand. Steuerung ist dieselbe, ich kann beim Rennen auch zurückgucken wieder. Okay, das ist gut. Das kommt hierher, oder? Ist das die Lady Dimitrescu, oder was? Das ist auf jeden Fall mal das... Sorry, ich wollte nicht stören, ich gehe auch wieder, gar kein Problem. Macht euch einen schönen Abend. Alter, alles klar. Das war's für heute bei Outlast Trials, wir haben das Spiel leider schon durchgespielt. Ja, wir gehen nach Hause. Muss ich leider zurückgeben, vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss. Ach Mann, ey, ich will nicht mehr, Alter. Ich wollte noch nie. Hast meine Tür aufgetreten, alles klar. Wollen! Jetzt, los geht's, da guckt da. Ich bin dran, ich nehme mal den Ball, okay? Den Apfel. Das ist ein Apfel, ja. Ein grüner Apfel. Guten Tag. Und einmal essen, bitte.
Das Gesicht! Wer spielt mit der... Oh, das Gesicht! Ein Wicker gehelfert! The size of this thing up my tuckers! I don't think we're alone! Oh, da hat ein Bohrer in der Fresse. Drück den Apfel rein! Den Apfel! Mach den Apfel rein! Mach den Apfel rein! Nicht so rein! Scheiße! Oh mein Gott! Nicht den Apfel! Nicht! Oh nein, lass mich raus! Aua! Was guckt ihr denn so beschissen? Das sind auch nur Puppen, die haben keine Gefühle. Alter, einfach durch die Hand gebohrt. Da, Wasser, also. First Aid. Lass mich! Was zum Teufel? Lass mich! Große Medizin, es gibt auch kleine in dem Fall. Nimm doch! Rechtsklick musst du trinken, oder? Ja. Alter. Wir wollen doch da gar nicht hin. Mama. Exit, das ist schön. Ja, wir gehen raus. Das war's. Exit. Ups. Und zu. Also das war's mit Outlast, ne? Wir haben es jetzt durchgespielt. Also jetzt glaube ich wirklich. Ja, genau, das ist jetzt die Veranda von der Gleich Villa. Kommt Guido Kanz und sagt, verstehen Sie Spaß? Don't they think they're clever, Daddy? Oh, wir kommen nicht mehr zurück. Die tanzen da fröhlich, okay. Da steht auch jemand. Ist das auch eine Puppe? Nee. Nicht? Aua! Oh! Ficker, du Hässlicher! Entschuldigung. Warum schlägt er uns denn? Ich zieh hier mal. Oh, die Hand! Lass mich los. Durch, gell? Der sah auch gerade aus, als wäre er ein bisschen verrückt. Was ist das denn? Jetzt geht Outlast los. Das ist das gute alte Outlaster. Ja, man wird von irgendjemandem verfolgt. Oh, das ist der Arzt, oder? Nein. Nicht? Gott, der sieht doch selber so aus. Stimmt. Alter, oh mein Gott. Ah, hier sind wir wieder. Und so. Oh, der kommt über die Stufen zum Erwachsensein. Ich werde erwachsen. Ich bin erwachsen. Guck mal. Ein Häcksler. Wie ein Häcksler? Nein! Nein. Was war... Oh mein Gott. Nicht wirklich, oder? Oh, shit!